Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial-Video. Ich bin Fabio, ich bin Trainer bei Capovazzi und ich zeige euch heute 5 Schritte für Pantomime. Viel Spaß! Jetzt erkläre ich euch die komplette Routine in 5 Schritten. Schritt 1. Sieht schwer aus, ist leicht und genau das ist die Schwierigkeit daran. Der Ballon ist schwer, der wiegt 50 Kilo. Dafür gehe ich in die Knie und heb den wirklich, als wäre er super schwer. Wichtig dabei ist noch der Kopf. Wenn ihr wollt, dass was richtig schwer aussieht, müsst ihr in die Knie gehen, Arme lang, Kopf nach oben. Dann kämpfe ich mich hoch. Schritt 1 geschafft. Das ist ganz schön anstrengend. Schritt 2, das Schieben. Ich bewege mich auf die Seite. Ganz wichtig, vom Schritt 1. Ich komme hoch. Ihr seht, meine Arme, die sind hier so eingerastet. Jetzt bewege ich mich zur rechten Seite. Und der Ballon hat sich nicht von der Stelle bewegt. Jetzt schiebe ich. Ich lehne mich mit dem ganzen Körper, mich ein Stück zurück und lehne mich dagegen. Drücke, was das Zeug hält. Noch ein zweites Mal. Okay, Schritt 2 hat nicht funktioniert. Dann probieren wir es mit dem Ziehen. Ich gehe rüber, wieder hier, ganz wichtig. Der Ballon bleibt auf der Stelle. Ein Arm geht unten lang, ein Arm geht rüber. Meine Finger berühren sich. Und jetzt wieder Beine breit auseinander und Kopf nach hinten. Ziehen. Ihr seht, der Ballon, der bewegt sich immer ein bisschen, aber der kehrt in die Position zurück. Und das ist auch die Illusion und das ist der ganze Trick dabei. Nächster Schritt. Runterdrücken. Ich benutze wirklich Kraft, ja, das ist auch richtig anstrengend, wie ihr vielleicht an meiner Stimme hört. Ich lehne mich mit dem ganzen Körper auf den Ballon und versuche den runterzudrücken. Klappt nicht. Eine Hand bleibt oben, eine Hand geht unter den Ballon. Ich fasse an das Ende vom Ballon. Und jetzt ein Windstoß und der Ballon geht langsam, steigt er auf. Ich gucke, was ist los? Und er zieht mich raus. So, das war's auch schon von mir. Eine kurze Pantomimenroutine. Einfach zu lernen, schwer zu mastern. Wenn ihr wirklich wollt, dass das richtig gut aussieht, müsst ihr das wahrscheinlich nochmal vorm Spiegel üben oder euch mit dem Handy filmen. Da sieht man immer noch so Kleinigkeiten, die noch nicht ganz perfekt sind, wie wenn man sich von der einen Seite zur anderen Seite bewegt, wo verliere ich die Spannung. Einfach zu lernen,
schwer zu mastern. Das ist, glaube ich, der Grundsatz an dieser Routine. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Und dann sage ich nur noch Cheerio, bis zum nächsten Mal.